sagst du Scheiße. Oh man! Yeah! Yeah! Ah, ich hasse Teleporter-Kacke. Das heißt, ich gehe jetzt zurück zum anderen und dann kann ich da runter. Ja. In der Kiste sind Nazi-Stiefel drin. Nochmal. Noch? Nein, Mann, ich komm da hoch, wenn ich da jetzt hingehe. Ja, dann kann ich da und dann ja. Da nach oben noch. Richtig! Dann darf ich wieder da raus und wieder zu dem hier zurück. Warum? Weil der führt mich nämlich zu dem anderen, zum Ausgang. Oh! Das wusste ich nicht. Ja, okay. Das dauert wieder 2 Jahre, Mann, bis wir fertig sind. Ja, egal, genießt dieses Spiel, es ist nämlich bald zu Ende. Da hat sich's ausgeletzt gewählt. Das wird mein letztes Projekt, ich werde danach nie wieder weiter. Nein! Kannst du nicht machen. Ich werde meinen Kanal löschen danach. Wie geht's da lang? Kiste! Karabiniere! Was denn? Was für ein Karabiniere erhalten? Italienische Polizei. Was zur Hölle war das nochmal? Immer Regener. Ja, das wird sich immer geben. Und nicht nur das, ich höre. Wow! Na! Zur Hölle! So ein Drecksmikro! Ja. Nicht nur ihm geben, sondern auch jetzt auch als Ability sofort ausrüsten. Ah, du bist schlau, Mann, du bist echt schlau. Würde ich sowieso bei jedem Charakter machen. Immer Regener. Ah, die 10% kannst du eigentlich wegmachen. Oder das. Das ist Wilhelm Tell eigentlich. Trefferquote von physischen Angriffen steigt. Das ist das, was dir dann fehlt? Ja, Mann. So scheiße. Jetzt haben alle immer Regina, oder? Nee, nein. Doppelreflekt. Mit der Zauberspruch mit Reflekt reflektiert, verdoppelt sich seine Effektivität. Ja, mach doch dich selber. Genau, und dann gibt's noch einen Zauber, der die Zauber alle reflektiert. Ich glaube Magiekonter oder so. Hui. Ach nee, Quatsch, das ist. Ja. Das ist, wenn ich Reflekt auf mich mache und dann den Zauber auf mich zauber, dann geht's auf den Gegner mit doppelter Kraft. Jo. Geil! Ja. Was für ein Ding? Angriffselemente der Zauber werden unwirksam. Was? Ein Schrott. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. MP-Verbrauch, MP plus 20, ne? Habt ihr auch MP plus 20? Warum nicht? Regeneriert die HP. Ja. Thermometer würde ich gegeben, wenn du schon die Punkte frei hast. Nö, die hebe ich mir auf. Ja. Für schlechte Zeiten. Für schlechte Zeiten. Mhm. Genau. Okay. So, weiter geht's. Bitte ohne Kampf zur nächsten Kiste. Ah, ich weiß nicht, ob das was wird. Ich glaub's auch nicht, komischerweise. Wee! Oh, so weit sind wir schon mal gummi. Oha. Hey, da oben komme ich zu dem dritten Ding. Ich glaube, da ist auch noch eine Kiste. Na, werden wir gleich sehen. Boah, tatsächlich geschafft. Geil! Geilo! Elixier! Geilo! Das ist merkwürdig, bei manchen Final Fantasy Teilen wird Elixier ohne IE hinten geschrieben. Bei manchen mit IE, wie hier. Bei Final Fantasy 13 wird es ohne IE auch geschrieben. Ohne. Nur mit IE. Ja. Was ist denn jetzt richtig? Ohne Scheiß, die entscheiden sich auch mal um, die Jungs. Und Mans. Ich weiß nicht, aber diese Teile da an der Wand sehen aus wie überdimensionale Vaginas. Ja, ist doch wahr. Nicht schlecht, ja. Okay. Fällt mir... Was? Ach so, ich gar nicht gesehen. Egal, schon kürzer im Weg. Fuck off! Ist doch wahr, Mann. Ich hätte jetzt gesagt, sieht aus wie Augen, aber. Ich nur noch Riesenschniedel. Riesenpimmel! Gibt's ihm auch noch was? Ach, fick dich doch, du hässlich. Er schon wieder. Der ist so hässlich, Mann. Der hat 2 meiner Leute vorhin aus dem Bild gefurzt. Ja. Furz, so, ja. Schnell. Schocker. Schnell, Angriff. Hier, kommt rein, hier, Flair, hier! Töte den Hurensohn, töte ihn! Jawohl, man konnte hier. Yeah! Schocker. Schocker ist epic, der Angriff. Schade, dass es nicht Super Schocker gibt. Schade, dass das Schadenslevel nicht über 9990 hinweg geht. Das finde ich auch schade. Oh, so gefällt mir der Gegner. Ah! Hässler. Na. Was gelernt Feuer?
keine Ahnung, ich hab's nicht gelesen. Ich hab's auch nicht gelesen. Es ging so schnell. Was? Was? WoW? WoW. WoW. WoW ist ein gutes Spiel. Welt ohne Worte. Ja. Wichser of Wichser. Nein! Ja, jetzt aber. Hier. World of Warcraft. Sollen wir mal Let's Play together machen? Oh ja. Alle Leute einladen, die wir toll finden und die da drin sind. Oh ja. Okay, Riesenmuschis. Mognet. Ach, das ist der mit dem Brief. Ah. Mein erster Brief mit dem Mognet-Kupo! Ich verschlupfe Aufregung gleich mein Bommel-Kupo. Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Kupo. Völlig aus dem Häuschen. Hast du noch einen Brief für mich? Schade. Gucken wir gehen, ne? Zelten, ja. Zelten einfach mal im Pandemonium. Genau. Wir haben ja eh nichts Besseres zum Tor. Zum Tor. Sogar das Zelt hat einen Bommel. Ja. Schon mal aufgefallen? Ja. Ein Bommelzelt. Ich speichere Kupo. Kupo, ich speichere Kupo. Kupo Lopo. Koko Loko. Was? Was ist das denn hier? Auf Steckplatz 2. CD2 Start. What the fuck? Yeah. Okay. Ab geht's. Ohne Kampf. Oh, yes. Yeah. Ja, hier wird's gefährlich. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt wird's cool. Jetzt geht's ab. Jetzt wird's episch. Ich glaub, demnächst kommt die Musik, die mir so gut gefällt. Riesenbombe. Oh Gott, der schon wieder. Dort siehst du die Sternwarte, wo du mir sagtest, zieh an, du seist derjenige, der mir den Tod bringe. Aber überlege, ist es denn nicht das Leben selbst, das den Tod bringt? Um zu überleben, entreißen wir anderen ihr Leben. Ich weiß ja nicht, was du für Hobbys hast, aber ich mach sowas nie. Und selbst an unser eigen Fleisch und Blut legen wir manchmal Hand an. Eigentlich nicht, ne? Der ein oder andere, ja. Der Sinn des Lebens liegt im Töten. Ah, dieser qualvolle Schmerz. Nur dann überleben zu können, wenn wir ein anderes nehmen. Oh Gott, hör auf zu labern. Ja, damit komme ich auch halt schwer, wenn ich so viel reden müsste. Eine ausgereifte Zivilisation wird diesen Schmerz bald unterliegen. Die Seelen Terras schlafen, bis dieser Schmerz vergessen ist und erwachen dann in einer neuen Dimension auf einem neuen Planeten. In einer Zeit auf einer Welt, die selbst über das Leben und sogar den Tod erhaben ist. Du bist nicht ganz sauber. Ja. Nur wir sind es, die erhaben sind. Wir sind es, denen das Schicksal zuteil wurde. Wir sind diese Existenz, die selbst über dem Tod, in dem Leben oder den Tod steht. Sieh dann, ich frage dich noch einmal, was bist du? Galant, du tust mir leid, du alter Knacker. Trotz unserer Unvollkommenheit haben wir Freunde, die uns helfen. Alleine, das ist schon Grund genug für mich zu leben. Wer weiß schon, wer man ist, aber dieses Leiden und dieser Schmerz sind Beweis der eigenen Existenz. Wir mussten zwar viele Umwege gehen, aber am Ende haben wir uns alle selbst gefunden. Vielleicht sind wir niedere Wesen, aber gerade deswegen unterstützen wir uns und das macht uns stark. Dann lasst mich euren starken Willen im Angesicht des Todes auf die Probe stellen. Oh yeah. Na, der hässliche. Ja, jetzt kommt einer von drei Bossen. Yeah. Oh ja. Oh ja, mit Gammlerei die Bosse werden. Man kann von denen voll geile Sachen klauen, glaube ich. Der Silver Dragon. Hey, ist das der Drache von Kuya? Na. Oder ist das Bahamut seine Mama? Prangehi. Was zum Gross? Teufel? Transenmodus. Jetzt wo ich klauen will. Ja, jetzt kannst du richtig gut klauen im Transenmodus. Echt? Ich glaube schon, oder? Im Transenmodus kann man, glaube ich, die Chance, etwas zu klauen, höher. Ich glaube nicht, aber der kontert jetzt hier, Mann. Oha. Angriff. Schockwelle. Fick dich. Fick dich. Super Saiyajin-Modus. Dann ist er kaum fast tot. Wow. Was zum Teufel. Draco-Panzer. Draco. Draco-Malfoy-Panzer geklaut. Ja, Malfoy. Nein, ich glaube, das ist wirklich so, dass du jetzt eine höhere Chance hast, oder was? Du besser klauen kannst, ja. Ich glaube, das war's. Wäre auf jeden Fall geil. Sammeln!
sammel Bierkorken. Steiner, wer von uns? Thanks. So, ab hier. Trankenhieb. Boah, auch noch ein Trankenhieb. Oh, Alter, doch nicht bei dem, Mann. Auch beim schwächsten Gegner gehen die jetzt alle in den Transenmodus. Vital. Was machen wir? Oh, mal Komet. Auch wenn es nichts bringt. Magieschwert. Elixier, wow. Siehst du, das läuft doch. Kraftklinge, komm. Probieren wir mal. Soll ich nochmal was klauen? Ja, mach nochmal. Oh, der basht mich hier zu mit Angriffen, was geht? Oh, wie Jagra. Oh, alle kriegen Energie, nur Lili nicht. Geil. Oh, mal gucken, was Komet anrichtet. What the fuck? Ey, der ist durch ihn durchgegangen, was für verfehlt. Geil. Kraftklinge. Fick dich! Oh, die war ja. Ne, die hab ich doch schon. Ja, ich wollte gerade sagen, die. Ne, die haben. Hab ich die? Ne. Doch, mit Magen hast du die schon. Also, okay. War ich glaub schon, dass die war jetzt gerade. Ich könnte Joker einsetzen, dann ist alles vorbei. Ja. Ich hab jetzt alles geklaut. Jeder Gegner hat, glaube ich, nur 3 Items bei sich. Schockwelle! Die kann doch eh nichts, Leute. Bisschen was da abgezogen würde. Abwehr. Leer! Ach komm, stirb einfach. Stirb! Bam! Das war's. Mit dem Silberdrachen. Ja, oh, weg ist er. Da zerreißt sie. Toll. Beim Pissen verrissen. Ja. Tja. Chiwan Eiska und Litzka. Und Flair. Und Doppelreflex. Und. Hört ja gar nicht mehr auf, Baby. Meine Güte. Yeah. Was? Galant, jetzt stelle ich dir eine Frage. Hattest du schon mal Sex? Was ist dein Wunsch? Echt törichte Frage. Mein einziger Wunsch ist die Wiederauferstehung Terras. Das ist keine Antwort, denn das ist der Wunsch Terras. Aber du hast dich nicht mit ihnen schlafen gelegt, sondern wartest hier alleine, dass die Zeit vergeht. Weil die Existenz mit deren Aufgabe es ist, die Dinge zu verwalten. Nur deswegen wurde ich erschaffen. Von wem? In einer Welt, die über das Leben und den Tod erhaben ist. Die Zeit abzuwarten ist der Sinn meines Lebens. Ich bin die absolute Existenz und ich verwalte die Seelen! Oha. Und ich fick dir jetzt in den Arsch. Galant muss sterben. Ja, normale Bossmucke wieder. Darth Vader erscheint. Lala. Ih, man sieht sein Gedärme. Ja, der Typ, der kann schon abgehen. Vor allem mit seinem hässlichen Stock jetzt. Trifft wahrscheinlich auch noch, oder? Nein. Schutz. Springerstiefel. Ah, ich wusste es, du bist Neonazi. Flair. Was für ein Ding? Simon! Klauen! Ich habe ihm seine Stiefel gerade geklaut, aber er hat sie trotzdem noch an. Hey, was soll das denn? Der müsste jetzt barfuß vor mir stehen. Ohne Scheiß, du. Ist ja unglaublich. Ach, die Musik ist halt geil, ey. Ja. Ist so geile Musik im Spiel, Mann. Die beste Musik von allen Teilen. Ja, hier kommt echt cool. 7 auch, 8 auch, aber das hier ist. Ja, ich finde das hier auch echt geil. Ja. Wie gesagt, meine Lieblingsmusik, die kommt noch. Okay. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch kommt oder auf der letzten CD, aber die wird noch kommen. Okay. Ich war fehlgeschlagen. Dam, 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 dam. Ich kann jetzt so lange probieren, bis ich das haben will, was ich. Bis ich das nehme, was ich haben will. Bis ich das bekomme, was ich haben will. Mein Gott. Ja. Hey, sollen wir ein bisschen an ihm saugen? Saugen. Wasser. Puh. Ja, ich hau dir eine runter, Alter. Bam! Du. Ey, fick dich. Erstmal gucken, was er überhaupt noch hat. Nicht, dass es voll der Dreck ist. Räuber Auge. Das Wasser macht 3600 Schaden, was geht. Oh, krass. Hat der. Das macht der jetzt schon wieder. Er kann, eigentlich kann er gar nichts.
Impulswelle. Tschüss, Kamehameha. Oha, aber wirklich. Aber richtig. Ah, ausgewichen. Haha. Haha. Dragon Ball. Für Arme. Was hat er noch, der Kollege? Dein Dunkelgewand. Oh, das ist gut, glaube ich. Oh, Ninja-Gewand. Aha. Schick dich. Ja. Ich glaube, dass das gut ist. Ich weiß es nicht. Solltest du versuchen zu klauen. Ah, dann dauert der Kampf halt ein bisschen länger. Müssen sie heilen, du? Ich denke nicht. Du kostet nur 11. Scheiß drauf, wir heilen uns. Jawohl. So, jetzt müsst ihr eigentlich nackig vor mir stehen. Ah ne, das ist das Dunkelgewand. Ja. Das Ninja-Gewand hat er drunter. Macht auch total Sinn, dass das so drunter hat zu klauen, ja. Bestimmt so ein Hosenanzug, so mit Ninjas drauf, so yeah. So ein kleiner Schlafanzug. Ja, genau. Kamehameha. Wer könnte das sein von Dragon Ball? Irgend so ein Riesentier halt. Mutten Roshi. Mutten Roshi in seinen guten Tagen. Ja. Naja, ich finde die Rüstung von ihm schon geil, aber ich weiß nicht, was Galante in dem Spiel macht. Ja. Irgend so ein Spassi, der irgendwelche Typen herstellt, die Gaia übernehmen soll. Wer ist da Galante überhaupt? Wer ist das? Ich glaube ja, dass er was mit dem letzten Boss zu tun hat. Also mit dem allerletzten Boss. Ja. Aus dem ich auch noch nie schlau geworden aber bin. Aber erfährt man ja nicht so wirklich, ja? Mhm. Ganz komisch. Klaus, endlich mal deinen Dreck jetzt. Bitte. Bitte. Villains Craft. Oh, der kann so geil. Telekinese. Bam. Hätte ich auch gerne. Da würde ich ein paar Leute hier durch die Gegend schubsen. Wow. Oh Mann. Siebter Fehlgeschlagen. Also stärkster Angriff ist Flair, glaube ich. Ja. Was? Mein Gott! Stopp, du Depp! Und wirkt's? Mhm. Tatsächlich. Jetzt regt mir aber auf, ey. Kann ich Stopp halten? Wie kann ich den Stopp halten? Ein Heilmittel? Ich glaube nicht, nein. Ich auch nicht. Oh, ey, der regt mich so auf, Mann. Wieso dauert das immer? In dem Spiel ist das so krank immer. Ah, doch. Geht sogar. Okay. Sammeln. Krass. Wenigstens irgendwas zum Tun. So ist sie dann, oder? Und es wirkt. Ja, ist ja geil. Was soll ich das Dunkelgewand nicht klauen? Nachher ist es voll der Dreck. Hm, ich weiß nicht, ich würde es klauen. Ich weiß es nicht, ob das so gut ist. Weißt du? Klau noch einmal, wenn es dann nicht geht, dann hau ihn weg. Würde ich sagen. Das ist ein Wort. Selten ist jetzt schon so. Bam! Bams! Bimsebam! Ui, ui. Die haben alle so knappe 40.000 Lebensmittel, die Leute. Ich habe die Fantasy-Umstände gar nicht so viel. Ja. Oh, im Transe-Modus. Bestatio. Ich hätte nur noch eine Bestia. Yeah. Jetzt kann ich zwei beschwören, oder? Ich glaube, Pistazio ist 2. Keine Ahnung, ich fick. Nee. Fick dich, Dunkelgewand, fick dich. Was ist Pistazio? Pistazio. Nein, ich glaube, Pistazio, da haben manche Bestias andere Fähigkeiten, glaube ich. Ah, okay. Glaube ich. Nein. Die sind stärker auf jeden Fall. Ja. Ich bin der Hässliche. Bisschen Schaden wenigstens, oder? Oh ja, oh ja. Oh Gott, oh Gott. Stirb, du Drecksau. Flair. Hui. Oh, ups.
Ach, hau weg, Alter. Hau die weg, Alter. Ich kann dich nicht mehr angucken, ey. Er ist so hässlich. Alter, Knackerkopf. Gehört ins Altersheim und nicht in Terra, ey. Ja. Bam! Gott, bist du schwach. Was ist jetzt? Game over oder was? Warum ist es so dunkel geworden? Es wird Nacht. Es wird Nacht, okay. Mal ein bisschen Folge reinhauen. Was? Was ist los? Ja, noch ab. Hä? Warum kommt Ifrit schon wieder? Ich weiß nicht, was Pistazio für einen Angriff macht, aber ist okay. Ist okay, Leute. Hat auf jeden Fall gereicht. Ja. Ja. Guckt euch das Face an. Der erinnert mich an irgendeinen Opa von das Zelda. War's. Ja, ja, irgendwie. Von, weiß nicht von. Wie heißt das? Irgendwas? Gar nicht. Irgendein Zelda-Teil. Auf Nintendo 64. Irgendwie kommt er mir auch bekannt vor. So was ist Face kommt. Ja, wir haben Galant den Arsch gefickt. Nachdem er uns groß und breit eigentlich ja erzählt, wie toll er ist. Ja. Aber das war's dann wohl mit ihm. Er konnte gar nichts. Ja. Wie geht das nächste Mal weiter? Let's Play Final Fantasy 7? 9. 7, ja. Findet's heraus, vielleicht bei mir, vielleicht bei jemand anderem. Ciao. Ja.